So, meine Damen und Herren, sind wir wieder zurück bei Total War Empire. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play. Immer noch die gemörderte Version. Immer nicht schnell ein Auto-Battle. Okay, puh. Ich habe ein bisschen Angst, dass das scheitert. So, wir haben Panama eingenommen. Es ist immer noch die gemörderte Version. Alter, hier ist ja wieder so viel Zucker. Aber der Unterschied ist so gering, ne? Also Kaffee zu Zucker. Es lohnt sich fast gar nicht, das umzustellen. Na, das ist nochmal Zucker. Na komm, einen machen wir. Einen stellen wir um. Damit wir es ein bisschen angleichen. Ah ja, warte, ich wollte noch überlegen, ob wir die noch bewegen. Na, wenn das alles repariert ist und die Schule abgerissen, könnte das reichen. Also, jetzt lass mich kurz gucken. Hier ist noch eine große Navy drin. Da ist noch eine Navy drin. Das, was wir jetzt machen, ist, wir flitzen hier hin, holen beide. Und dass unsere Flotte wieder so stark ist, dass wir es mit der da aufnehmen könnten, theoretisch. Holen dann die hier ab und schiffen die hier rüber, um dann das letzte noch zu holen von ihnen. Theoretisch hätten sie dann hier noch New Mexico. Aber vielleicht können wir mit ihnen ja Frieden schließen. Na, gucken wir mal. So, die Holländer haben sich immer noch nicht bewegt. Bisschen schlecht für uns. Naja, bewegt sich schon. Vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Und das war's dann. Ich hoffe, dass sie keine neuen Bündnisse aufbauen. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become. Ja, ja, aber wir haben es ja direkt wieder im Griff. So, wir brauchen hier ein Freudenhaus und hier mal eine Kirche rein. Da muss die Armee da nicht allzu lange verweilen. So, wir nehmen wieder ein paar Holländer, die hier für Recht und Ordnung sorgen. Und landen da an und holen noch Guatemala. Und ich denke, dann ist gut. So, ich wollte ja irgendwo, wollte ich noch umbauen, ne? Wo hatte ich denn... Irgendwo hatten wir noch abgerissen. War das hier unten? Ah, hier, ja. Kaffee. Let's go. Ja, sie sind in Panama nicht sehr happy. Das ist mein nächstes Ziel und das ist mein nächstes Ziel. Tabak. Und noch mehr Tabak, weil Tabak hat so einen verdammt hohen Wert. Newtown. Ah, nochmal. Schön, die Häfen endlich fertig. Keine Villages left. So, wir bauen einfach alles aus. Dü-dü-düm, dü-dü-düm. Ne, ich glaube soweit gut. Obwohl ich mir hier am Überlegen bin, das abzureißen und hier was für Happiness reinzumachen. Das machen wir. Wir reißen die Nahrung da ab. Es hat mehr als genug Farmen. Nahrung brauchen wir da nicht noch zusätzlich in der Stadt zu machen. Wir machen ein Opernhaus rein oder so. Wir bringen dir ein bisschen Kultur. Oder so.
wie man so schön sagt, ne, Brot und Opern, um die Bevölkerung ruhig zu stellen. Oder so ähnlich. Er macht meine Häfen kaputt. There is a degree of unrest in this region, as the majority. Ja, aber die Holländer haben es wieder im Griff. Signore. Der Signore. Ah, König von Tirol, danke für den Submann. So, ich bin eigentlich dafür, dass wir jetzt mit denen Frieden schließen. Wir könnten das hier hinten auch holen. Aber da müsste ich eine halbe Ewigkeit laufen. Guck mal. Das dauert dann mir persönlich zu lange. Deswegen schließe ich jetzt lieber Frieden mit ihnen. Will dafür noch ein bisschen Geld. Okay. Und dann haben wir da Ruhe. Ah, da sind noch zwei Städte, die nicht wachsen. Okay. So, hier ein Opernhaus kommt rein. Let's go. Wir wären fast ready. Company zu Fuß. Wir bilden mal schnell eine größere Company zu Fuß aus. Wie können die neuen... Wow. Das bedeutet ja, dass wir... Okay. Wer forscht eigentlich an was? Du hier an dem? Okay. Die haben wir. Das brauche ich eigentlich für die nächste Artillerie. Aha. Dann könnten wir die hier machen. Dafür müssten wir das erforschen. 15 Runden. % Upkeep Cost for all Army Units. Das wird teuer. Aber okay. Wir bauen hier noch den Hafen aus. Gut ist. Haben wir eigentlich noch unfähige Leute, die wir entlassen müssen? Nein. Wunderbar. Dann können wir jetzt den Angriff auf Holland langsam mal lancieren. Wir haben ja auch relativ... Also das Bündnis haben wir ja schon vor längerer Zeit beendet. In der letzten Folge. Schweden will was von mir. Also sie geben mir... Das da. Und dafür kriegen sie die Technologie und Geld. Ja, klar. Wir haben weit oben jetzt was gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt reingelegt wurde von den Schweden oder nicht. Wir werden es sehen. Ich meine, die haben mir was angeboten, ne? There is unused land suitable for farming in this region. Ja, ich würde sagen, das ist schon in Ordnung.
dass wir hier hinten jetzt Land haben. Führt vielleicht zu Krieg in irgendeiner Form irgendwann mal oder so, aber... Ja, okay. Kann ich das vielleicht noch sinnvoll tauschen mit irgendjemandem? Sieht eher nicht danach aus. Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte Island eigentlich... Oh, Entschuldigung. Sorry. Island eigentlich noch ganz gerne. Na, wenn ihr die dann noch rekrutieren, kommt das gut. Ja, ja, doch, doch, ist schon gut. In 2 Runden ist auch das Gebäude fertig. Dann passt das. So. Ah. Nee, warte, wir machen hier wieder ein paar von denen. Ja, wird wahrscheinlich knapp nicht reichen. Wird wieder schön gesungen im Hintergrund, aber ich habe die Musik so leise, dass ihr das gar nicht richtig hört. So, wir können jetzt dann gleich alle aufschiffen. Und dann gucken, wer was wo hat. Also jetzt kommt... Doch, man kann es so gerade hören. Aber gerade noch so, okay. Das Problem ist, dass die Musik in der Schlacht ansonsten wieder viel zu laut ist. Weil in der Schlacht ist alles gefühlt irgendwie 20.000 Dezibel lauter. Aber wenn man es noch ganz leise im Hintergrund hört, dann ist, glaube ich, gut, oder? Jetzt haben wir wieder gar keine Musik. Ach, manchmal. Ja, überall, immer. Kümmere dich am besten selber darum. Ich gebe dir pro Runde 5.000 Denarii und dann kannst du selber machen. Was hältst du davon? Ja, das wird schon reichen. Hier hat es gerade gereicht. Okay, da kommen wir hin. Okay, wir werden ready. Ah, neuer Leader. Wir haben wieder gewählt, ne? Ah, nur den hier. Okay. So, wir müssen schnell überprüfen, dass Holland nicht die Bündnisse hat, die ein Problem werden für uns. Also, sie haben Australien auf unserer Seite. Australien, Österreich auf unserer Seite. Wir machen ein Bündnis mit Österreich. Ich erwarte Geld dafür. So. Wir haben das, was wir wollten. Jetzt muss sich Österreich entscheiden. Auf unsere Seite oder auf die Seite von Holland. Mal gucken, was sie machen. Österreich und Holland haben ihr Bündnis gebrochen. Sie haben sich für uns entschieden.
Großbritannien hat auch das Bündnis gebrochen. Verarscht ihr mich? Großbritannien lässt sich echt nirgendwo reinziehen. Where the enemy are concentrated, prepare a defensive line. Where they are strong, avoid them. Attack where they are unprepared. Das habe ich vor. Also. Wir haben hier einen klitzekleinen Hügel. Palmi, danke für den Raid, hallöchen. So, das sind unsere Schweizer, meine Damen und Herren. Unsere Schweizer aus Genua. Das sind auch Schweizer Grenadiere. Die sind aus Rom. Die sind auch aus Rom. Die sind aus Straßburg. Die sind aus Norditalien. Die sind aus Flandern. Und die Schweizer hier sind auch aus Flandern. Nett. Es ist zu flach. Das heißt, wir machen das lieber so. Ja, das ist gut. So, ich lasse die Schweizer Grenadiere hier dahinter, dass die hier je nachdem rechts oder links noch deffen. Hier schießt man bitte nicht. So, das sind unsere Mörser. Jetzt muss ich kurz gucken. Palmi, danke für den Submod. Explosive Shells. Gargas Shots. Wir machen mal den einen mit Gargas und den anderen mit Explosiven. Die normalen Kugeln, die lassen wir gar nicht erst. Weiß ich alles, danke. Ist nicht das erste Mal, wie ich feuere. 1200 Meter Reichweite. Das Haus ordentlich getroffen. Also, wir schießen auf die Heavy Pikemen, weil die hier so verdammt nochmal in der... Oh mein Gott, sehen die ja geil aus. Guckt euch das mal an. Ja, okay. Schon ordentlich detailreich gemacht und so. Ich warte eigentlich nur drauf, bis es macht. ...1200 Meter Reichweite, Mann, das ist ordentlich. Schießt eigentlich noch einer von den beiden? Jetzt da ein Schuss. Die erwischt. Noch ein Schuss. Ganz weit links. Es sind 6 Kanonen. Ich erwarte 6 Schuss. Da kommt noch einer, der dritte. Hier rein. Boom.
Der nächste. Das sind die Linken. Das ist Nummer 4. Nummer 4 ist knapp an meinem Kopf vorbei. Ich muss da ausweichen. Wo ist 5 und 6? Ah, die haben, glaube ich, geschossen. Das habe ich den Baum nicht gesehen. Ne? Ah, es sind nur 5. Jetzt machen wir schon einen Moment. Was ist was? Ah, das sind Karsas-Geschosse. Das ist das Feuer, was hier vom Himmel regnet. Die schießen und die haben einen Timer, glaube ich, drin. Und im richtigen Moment, also einen Timer, die haben das mit einer Zündschnur, glaube ich, berechnet. Und dann im richtigen Moment lassen die dann die Explosionen los. Und das eine sind Schrapnell, also sind Schrapnelle, die vom Himmel regnen, Metall. Und das andere ist Feuer. Ich weiß nur nicht, was besser ist. Du musst nur einmal anständig treffen, ne? Boah, der ist ordentlich abgeprallt. Die wurden hier getroffen. Wir stellen uns etwas breiter auf, dass weniger Leute draufgehen, wenn wir getroffen werden. Okay, also das Feuer ist, glaube ich, vernichtend da. Jetzt rennt er. Sehr gut. Habt ihr das gesehen? Das hat er richtig wehgetan. Du willst sagen, die Shells sind besser, ja? Ich glaube, die Shells sind für eine bestimmte Masse besser. Schieß mal bitte beide da drauf, wenn die so übereinander latschen. So, hier ein bisschen in dieser Region.
Kavallerie kann das vergessen. Ist direkt vor ihren Füßen explodiert, nichts passiert. Das Ding ist, wenn das mal trifft, dieses Feuer, macht es schon gut Schaden. Aber ich glaube, in der Gesamtsumme... Jedes Mal, wenn ich denke, nee, wir nehmen die Schnapnelle, dann knallt er das hier rein und dann haben wir den Salat. Ich bin nicht sicher. So, die Kavallerie ist verschreckt, ne? Die kommt nicht mehr. Werft die Granaten drüber. Hopp. Ich warte von euch. Ich warte von euch Höchstleistung. Ich komm nicht so weit. Okay. Über. Das wird jetzt verdammt wehtun, wenn die treffen. Ein Problem haben wir noch. Obwohl, mach die mal schnell fertig. Kommen die wirklich wieder, Mann?
Kommt die überhaupt so weit? Die Kanonen, ja. Aber die Mörser? Ich sehe die Mörser nicht. Ah, wenn ich die in der Gruppe habe und sage, schieß auf die, dann teilen die sich auf. Das ist das Problem jetzt. Gerade eingefallen, dass ich die Frauen aus Afrika gar noch nicht rangeholt habe. So, ich will gucken. Nein, die kommen nicht so weit. Wir hatten eine kaputt geschossen. Eine Generalstab vielleicht? Ich bereue es ein bisschen, dass ich keine Kavallerie mitgenommen habe. Eine zweite Kanone ist kaputt. Der fährt noch näher. Ja, da musst du mal nichts machen. Sobald er in Mörserreichweite ist. Können wir die eigentlich bewegen? Oh, nein, oh, stopp. Ich hoffe, ihr habt keine Leute getötet von mir. Ich will die schon noch schnell kaputt machen. So viel Zeit muss noch sein, dass die Artillerie noch weg ist. Ja, es reicht. So, jetzt hoffe ich, dass sie weit genug wegrennen. Ah, die sind hier zurück reingerannt. Aber das ist gar nicht so schlecht, weil da kämpft die Bevölkerung nicht mit. Und los geht's. Mal wieder das Gleiche. Amsterdam fällt. Dass die Briten schon wieder ihre Verbündeten im Stich lassen. Sie haben es mit Portugal gemacht. Sie haben es jetzt mit Amsterdam, mit Holland gemacht, mit den Vereinigten Provinzen. Du kannst dich nicht verlassen auf die scheinbar.
Ich nehme an, er stellt sich auch recht weit vorne auf, deswegen damit wir möglichst lange ihn unter Beschuss nehmen können, stellen wir uns hier so ein bisschen schräg auf. Ich stelle die Kanonen eigentlich nicht so gerne so weit vorne auf. Aber wenn wir... Also ich finde, wir haben teilweise gar keine Wahl. Wenn das Gebiet so flach ist, macht es fast mehr Sinn, die Kanonen auch noch ein bisschen weiter vorne stehen zu lassen. Dass sie dann mit ihren Kartätschen auch noch auf den Feind schießen können. Klar, dann gehen halt ein paar drauf. Aber das macht nichts. Währenddessen bei den anderen mehr drauf gehen. Achso, scheiße. So. Und so, je nachdem. Okay. Hat er eigentlich Artillerie? Nicht. Ich sehe keine. Wow, das wäre der Kommandant. Also, das hier war der Kommandant, der wurde gerade getroffen. Ja, also die Holländer haben ihren Kommandanten verloren beim ersten Kanonenbeschuss. Ich würde sagen, das ist ziemlich beschissen für sie. Ich weiß nicht, warum die Kavallerie so auf einem Haufen steht, aber das ist das gefundenes Fressen. Wenn da eine Kanone durchzieht, der bricht die Beine der Kavallerie, das richtet so viel Schaden an. Pferde sind recht groß. Die Kanone muss sie irgendwo treffen. Entweder den Reiter, den Arsch des Pferdes, den Kopf des Pferdes, die Füße. Ist völlig egal. Zu bald getroffen, weg. Bisschen lange zum Nachladen brauchen sie zwischendurch schon, obwohl 31 schon echt schnell ist. Ja, wenn ihr, also ich habe die Kanonen, ich kann eine halbe Stunde lang auf euch schießen, bis ich dann beschließe loszulaufen. Mit meinen Leuten. Bis dahin sind die dann so geschwächt. Ja. So, wir machen jetzt mal, wir machen mal hier die explosiven Shells. Obwohl ich das Gefühl habe, dass die explosiven Shells so oder so schon... Ah, da wurden sie getroffen. Was machen die jetzt? So schlecht scheinen die gar nicht zu sein, die Shells, ne?
Wir stellen sie mal um, ich will mal gucken. Ja doch, wenn die von so einem Feuerding getroffen werden, das ist... Ich meine, die Chance ist gering, dass sie getroffen werden, aber wir haben hier einfach gerade 100 Leute erschossen mit den zwei Hits, ne? Da, auch wieder. Ne, ich glaube, das Feuer ist es. Ich glaube, wenn du so einen größeren Verband hast, wo sie so in einer Formation laufen, glaube ich, ist es das Feuer. Die Chance zu treffen ist geringer, aber wenn es trifft, macht es mehr Schaden. Und die Explosiven, das ist eher, wenn wir sagen, okay, wir versuchen, ein einzelnes Ziel, das unterwegs ist, zu treffen. Das sind die überlebenden Heavy Pikemen von vorhin. Ja, ständig unter Mörserbeschuss zu sein, würde mich mega ankacken. Die aus Versehen angeklickt, dass sie dahin marschieren sollen, ne? Schießt die mal bitte auf die, dass sie nicht die eigenen abknallt. Jetzt könnt ihr wieder wechseln. Also wenn das so weitergeht, sind wir fertig, bevor die wirklich angegriffen haben, ne? Ich will mich eigentlich gar nicht so in der Ecke vercampen da, aber es ist die weit entfernteste Stelle. Und umstellen kann er uns ohnehin nicht, von daher. Alle haben begrenzte Munition, außer die Kanonen. Stimmt eigentlich. Ist mir nie aufgefallen. Na, das sind Wiederwerfer, weißt du, die haben so viele Kanonenkugeln und endlich, das ist gar kein Problem. Hätte auch keine Chance. Die sind doch schon. Also. Ist ja fast schon Feierabend.
Okay, jetzt muss ich hier noch vormarschieren, oder was? Wir müssen die nicht niederbomben, die sind eh erledigt. Ja, Kavallerie. Ich bräuchte eigentlich echt Kavallerie in jeder Armee, weil die KI hier hinten teilweise einfach Leute hat. Ja, einfach rumgammeln, einfach angreifen, da los. Was schon ein bisschen schade. Muss aber sagen, Model Design und so, sehr top. Also wenn ich dran denke, wie die Originalvision eigentlich aussieht, ist das ein echt gutes Upgrade. Die Mod ist wirklich top. Wirklich gut. Ja, sind alle müde. Aber wir müssen sie nur schnell in die Flucht schlagen. Wir müssen auch nicht alle Holländer besiegen hier, ne? Okay, ja, jetzt kriegen sie Angst, weil der Feind zu nah ist. So, gewonnen. Das ist ihre letzte Stadt. Die einzige, die sie in Europa haben. Damit verschwinden auch alle Kolonien. Ja, und ärgerlicherweise habe ich meine Flotten jetzt schon so bewegt. Oh. Stützt es ab. Was passiert? Okay. Ich dachte schon, muss einen Cut machen. Cut! Nein. Nein, doch nicht. So, okay. Die Holländer haben hier eine Universität. Das gefällt mir nicht. Die reißen wir ab. Nicht, weil ich nicht möchte, dass die gebildet sind, sondern hauptsächlich, weil ich das Problem habe, dass die Bevölkerung nach Reform schreit, wenn sie eine Dings haben. Warte mal schnell. Die haben sich fort abgegradet, oder? Ah ne, die können sie nur auf Stufe 3. Ich sehe gerade, dass du nur deine Hauptdings eins upgraden kannst. Deine Hauptschule. Die Hauptschule. So, Nation destroyed. Eine neue Nation ist aufgestiegen. Ja, die Piraten gibt's wieder. Die haben jetzt aber ziemlich viel hier. Oh, warte. Der kommt glücklicherweise gerade noch hier hin. Dürft euch ergeben. Okay. Das erwidern nicht.
Das ist unglaublich. Condizioni perfette, capitano. Gettare la... Ja, das könnte auch eine Armee alleine machen. Die Engländer haben sich wieder aus der Affäre gezogen. Wie gehen wir damit um? Sie haben jetzt nur noch einen einzigen Verbündeten, weil alle anderen Verbündeten nach und nach weggefallen sind. Und ich denke, Österreich wird sich unserer Sache anschließen, weil wenn sie das nicht tun, dann sind sie ja auch im Krieg mit Venedig. Bayern kriege ich wahrscheinlich nicht mehr auf meiner Seite, ne? Nein. Aber sie haben niemanden mehr. Dadurch, dass sie alle im Stich gelassen haben, haben sie halt noch Österreich. Na. Neuspanien hat in Amerika im Inland noch eine Basis, noch eine Siedlung. Aber sie haben noch Schiffe. Aber keinen Hafen, wo sie anlegen können. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too. Ja, jetzt nicht so. You must either appease the nicht so überdramatisch. Die haben ja schon gesagt, ist wieder gut. Also. Dadurch, dass wir mit Holland nicht mehr handeln, hat das ordentlich auf den Handel geschlagen, hä? Komischer Satz. Servo vostro. Signori, assediateli! Hurra! Hurra! Pronti a virare. Jetzt holen wir das da auch noch. Die Engländer halten sich wieder raus. Würdest du sagen, dass sie schon längste Zeit auf dieser Karte waren? Der Ansicht bin ich auch. Aber wenn wir denen den Krieg erklären, erklären ja auch der 13. Kolonie den Krieg. Deswegen muss das einigermaßen gut vorbereitet sein. Die Aussage gegen die Engländer findest du nicht gut? Naja, das ist so, wie es passiert ist. Wir müssen die uns einverleiben. Die sollen Teil von uns werden, natürlich. Ganz wichtig. So. Viel Spielraum haben die jetzt nicht. Wir haben hier ein Schiff und die da drin sind. Avanti per il paese e la corona. Avanti. Pronti e in attesa di ordine. Ordini.
Wir waren hier einfach schnell ein paar kleine Handelsschiffe. Mit denen wir dann hier so außen rum und hier rein können. Und mit der dann hier so. Ich denke, das ist gut. Ich befürchte, das geht dann schneller, als mir lieb ist gegen die Engländer. Nein, die 13. Kolonie ist nicht so stark, die ist ein Störfaktor. Ich muss halt nur hier, muss die Armee halt nur ready haben, dass wir hier rüber können. Das ist alles. Ich denke, die haben sonst nicht viel eben. Werden wahrscheinlich die ganzen Sachen sogar auch gleich aufgreifen. Bisschen schade. Ich hoffe jetzt, dass Österreich irgendwie noch in den Kampf kommt mit uns, damit es noch spannend wird. Aber ich befürchte, dass wir... Also wir knipsen die so einzeln auseinander. Mughal-Reich auf Englisch, weiß nicht, was Deutsch heißt, hat gewonnen den Konflikt. There is a degree of unrest in this region. Ist mir egal. So. In marcia, avanti. Signori. Wir können ja schon mal einen Teil hier hin. Aber ich habe das Gefühl, es nähert sich langsam dem Ende hier, ne? Wenn die Engländer schnell genug erobern, könnten die 13. ja dann Protektorat werden. Ich denke nicht, dass wir das schaffen. Siamo pronti. Signore, i vostri ordini. Siamo pronti. Da sinistra, in marcia. So, London kriegen wir so schnell nicht. Aber wenn ich mich hier hinstelle und dann an Land gehe und sie dann hier blockiere und da blockiere mit den jeweiligen Schiffen. Ah, da hat er noch eine große Navy. Naja, ich gehe da rein, ich lade die hier aus, ich gehe da rein. Wir lassen die hier drin, wir schicken die hier hin oder was weiß ich. Dann war's das. Die ist Mogulreich und war bis zu dem Jahre 1700 sehr mächtig, hat sich aber selber zerstört und wurde dann Teil von British India. Alright. Okay. Wir bünden uns mit Schweden. Die Maderaten wollen noch was von uns, aber das Maratha. Gewisse Bildung vermitteln, habe ich gehört. Ja, bitte schreibt das rein, unbedingt. Ich empfinde das sehr erfrischend. Ah ja, stimmt. Die Holländer hatten in Indien ja noch was. Total vergessen.
There is a degree of unrest in this. Ja, das ist mir ziemlich egal. Die Engländer haben nirgendwo mehr was Großes. Okay, im Grunde genommen könnten wir gucken, ob hier noch ein Schiff drin ist. Nein, ja, das war's für sie dann. England, wir kommen. England. Mal gucken, was Österreich macht. Use this option to officially declare war on another nation. However, do not do so without first considering the consequences. Okay, Österreich schlägt sich auf unserer Seite. Die 13. Kolonie auch? Oder was? Nein, die haben gejoint, oder? Ja. Die stecken finanziell in einer Krise, weil die bald keine Handelspartner mehr haben. Ja, wenn er sagt, dass das der einfachere Weg ist, dann machen wir das doch so. Belagern es, er soll mich angreifen. Wir stecken immer noch in der Krise. Wahrscheinlich, weil wir nicht genug Absatzmärkte haben. Leichten Unterschied gemacht. Wir gehen schnell alle durch. Obwohl, kann ich das auch hier nachgucken? Amsterdam zahlt keine Steuern. Die zahlen keine Steuern. Na, ihr werdet das schon. Ihr werdet das schon hinkriegen. Ich bin gespannt, was er macht, ob sich das hier schnappt. Er könnte sich das schnappen und direkt nach Paris laufen, aber Paris hat echt viel Verteidigung drin. Er könnte sich das hier schnappen, aber das können wir dann relativ schnell wiederholen. Bin mal gespannt, was er macht. Könnte sich auch in... Nein! Das habe ich fast noch befürchtet. Flieht, ihr Narren, flieht! Ja, nicht auf die andere Seite. Ah, ihr seid in einen anderen Hafen rein. Nein, ist gut. Sehr nice. Diese Schlacht werden wir in der nächsten Folge kämpfen, meine Damen und Herren.
Jawohl. Ne, machen wir noch hier. Machen wir ihn der noch. Komm, machen wir ihn der noch. Komm, machen wir ihn der noch. Überziehen wir halt einfach wieder. Warum wollte ich, dass sie mich angreifen? Dann müssen sie sich auf mich zubewegen. Also, wenn er mich von so angreift, kommt die Verstärkung von da, theoretisch. Also die Verstärkung müsste von hier kommen, wenn die Karte stimmen würde. Irgendwo von da. Ich finde, das ist gar nicht so ein schlechter Hügel hier. Doch, ich glaube, das ist gut machbar. Ich mache das sogar so, dass wir die hier hinstellen. Ich habe die Frauen aus Afrika immer noch nicht mitgenommen, nicht Vogel. Wahrscheinlich werde ich das auch beim nächsten Mal wieder vergessen haben. Nichts für ungute Jungs, aber ihr müsst auf mich zu, hm? So, ich mache hier die... Ich stelle die schon mal ready. Das, falls ich nicht sehe, dass die Kavallerie kommt. Dass, wenn die versuchen, hier außen rum zu reiten, den Seiten, werden die abgeknallt. Sie müssen ganz, ganz weit rum. Oh, das ist ja noch eine bessere Stelle eigentlich. Aber ich werde jetzt nicht umstellen dafür, oder? Oder doch? Nee, der Hügel ist im Weg. Nee, das ist perfekt. Obwohl die von hier auch eine schöne Position hätten. Aber von hier nicht. Und ich mag den Hügel nicht. Obwohl die Verstärkung immer von da reinkommt. Das heißt, die kommen immer über diese Fläche. Ah, wir lassen das. Es ist jetzt auch alles unter Beschuss gerade. Ist gut. Wenn ich das jetzt umstelle, verlieren wir wertvolle Zeit. Das machen wir nicht. Schieß da mal in die Mitte, bitte. Pikeman. Wir werden die Schlacht wahrscheinlich gewinnen, weil wir mit der Artillerie so ewig lange auf den Feind schießen können und der viel zu spät erst ankommt. Aber er wird relativ viel reinschicken. Das Problem an dem Ding ist, dass er kann nicht 40 Einheiten auf dem Feld haben. Er kann nur 20 Einheiten auf dem Feld haben. Das heißt, das, was hier kommt, plus ein bisschen Unterstützung, was das noch aufstockt. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ja. Genau. Und das ist natürlich ein Vorteil für uns. Wir können die abknallen. Das, was flieht, flieht dann. Dann kommt was Neues nach. Das muss wieder den ganzen Weg laufen. Die Artillerie kann wieder endlos draufschießen. Das ist natürlich suboptimal.
Wir schießen mal auf die hier, weil das ist mir ein bisschen zu viel Pikeman, was über diese Flanke kommt. Hat auch viel Kavallerie. Ja, weil die KI die Kavallerie so gottlos beschissen einsetzt. Immer ist das von Vorteil für uns. Nehmen schnell einen aus der Dings raus, damit die das richtig, damit die sich wieder richtig aufstellen und nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt hier wieder meterweit laufen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber manchmal machen sie das. Die Kavallerie geht für mich ein bisschen besorgniserregend weit hier drüben hin. Deswegen schieben wir gerade schnell alles ein bisschen. Wir machen hier vor allem nochmal eine Stelle. Also, wir müssen die Kanonen umstellen. Die hier dürften eigentlich auch in der Lage sein, hier sauber drüber. Wenn wir die ein bisschen schräg hier lassen, geht das, glaube ich, auch ganz gut. Wir konzentrieren uns ein bisschen auf diesen Kessel da unten. Ich fände es schöner, wenn die in die Knie geht und die Nächsten schießen. Aber nun denn. Ja, die Kavallerie hat sich zurückgezogen. Dann können wir das noch ein bisschen schieben, sodass es besser ist. Ja, wir machen die, die wir nicht so gut beschießen können mit der Arti. Die ballern wir jetzt hier durch. Let's go. So, er könnte zwar in der Mitte durchreiten, wird dann aber von beiden Seiten die ganze Zeit beschossen. Wenn ich das wäre, ne, wäre ich durchgeritten und hätte die Artillerie angegriffen. Aber die KI ist nicht so smart. Ja, vor allem sind es auch Pistoleros, wie ich gerade sehe. Ich lasse sie trotzdem mal in der Formation. Wer hat euch den Befehl gegeben, dahin zu schießen? Ich sicher nicht. Aber ihr habt wahrscheinlich die Reichweite dafür nicht, ne? Nur bis hierhin kommen sie, viel weiter nicht. Ihr geht wieder auf normale Kanonen, wenn ihr so weit nicht kommt. Die normalen Kanonen. Wir haben den Baum erwischt, die Position ist nicht so optimal.
Okay. Sieht gerade ganz gut aus. Die rechte Seite beunruhigt mich etwas. Ich will die Stellung schnell ändern. Da sterben mir zu viele. Die scheinen eh nicht reinzureiten, weil es Pistoleros sind. Das heißt, aufstellen, gerade und pfft. Oh oh. Die gehen in den Nahkampf, damit sie von der Artillerie nicht so sehr unter Druck gesetzt werden. Feuer! Viel besser. Auf zu den nächsten. Worauf schießt die Kanonen? Hier drauf? Gut. Schießt so drauf, dass sie nicht mehr auf die Idee kommen zu gehen. Zu kommen. Nochmal zu kommen. So, hier schnell zurück, damit ihr nochmal eine Salve feuern könnt. Ja, die formieren sich wieder. Das sind Pikemen, die gehen eh gleich. Da hat eine Linie gelitten, hä? Pikeman kannst du halt nicht mehr brauchen in dem Zeitalter. Also jetzt. Es darf mir nicht passieren, dass ich meine eigenen Männer abknalle. Der ist zu spät explodiert. Schade. Jetzt der Kommandant da geschafft, noch zu leben, ne? Okay, da kommt jetzt die Verstärkung. Das ist genau das, was ich meine. Die kommen jetzt nach und nach rein. Pikeman, Pikeman, Miliz, Pikeman, Pikeman und Schützen.
hier im Hintergrund nochmal ein paar aufzustellen, dass wenn eine Linie fällt, wäre auch nicht verkehrt. Aber ich mache lieber eine ganz breite Linie und mache dann eine Zangenbewegung. Ja, bei der Anzahl der Bikemen ist das wirklich eine lächerliche Schlacht. Warum, die werden jetzt auch hier reinrennen. Aber ich finde es cool, wie wir verschiedene Farben haben. Von den verschiedenen. Ja, wir haben von Straßburg ein paar, aus der Schweiz ein paar, aus Italien ein paar, aus Rom ein paar, aus Norditalien, Neapel. Versucht die hier zu treffen, sind weniger Bäume dazwischen. Obwohl theoretisch so ein Baum einfach zerfetzt werden würde. Oder sogar anfangen würde zu brennen. Das mag ich an Total War Pharaoh eigentlich. Total War Pharaoh hat eigentlich ganz, ganz viele sehr coole Mechaniken, die mir eigentlich sehr gut gefallen. Und ich in anderen Szenarien aber eher wünschen würde. Ja, eigentlich brauche ich noch eine Kavallerieeinheit, die Fliehende noch auslöscht, richtig. Ich habe schon lange überlegt, mir Kavallerie noch zuzulegen, aber habe es bis jetzt nicht gemacht. In den Anfangsarmeen hatten wir immer Kavallerie dabei, aber da hat sich das auch noch viel stärker gelohnt. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt brauchen wir keine mehr. Ist aber ein Fehler. Ich glaube, du solltest immer Kavallerie dabei haben. Um Feindartillerie zu flankieren und anzugreifen oder um fliehende Einheiten noch aufzumischen. Deine Armee ist so bunt wie die Römer, bevor wir sie Marius reformiert wurden. Ja, bunt ist gut. Ja, da hat's geblutet. Und weg. So, das sind Pikemen, da müssen wir uns eigentlich keine Gedanken machen. Das sind auch Pikemen, da machen wir auch nicht allzu viele Gedanken. Wir schießen mal mit einem Mörser hier rein. Mit dem anderen Mörser schießen wir mal schnell da rein. Eine gute Linie hier hin. Ja, knapp, ne? Schieß auf die. Das ist eine einigermaßen gute Linie dahin, ne? Spätestens, wenn sie über diese Anhöhe kommen. Hier auch spätestens, wenn sie über die Anhöhe kommen. Hat man damals die Fliehenden wirklich getötet oder einfach laufen lassen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es Gentleman's Agreement oder irgendetwas in diese Richtung gab oder Ehre in der Schlacht. Da bin ich geschichtlich leider nicht so gut bewandert.
Es ist aber so, wenn wir das hier besiegt haben, dann werden die aus der Stadt fliehen. Wir werden die Stadt einnehmen können. Wir können London einnehmen und England hat auf Europa dann nichts mehr und damit fällt die Nation. Und das war's dann. Ja, ihr könnt auch schräg rennen, ist kein Problem. Wenn wir länger auf euch schießen können, auch okay. Schießt immer bitte auf die da hinten. Dankeschön für den Follow. Danke für alle Follows heute. Kamen einige dazu, freut mich zu sehen. Ich weiß zum Beispiel, dass als damals die Admiräle und so ausgebildet wurden, also die, die in der höheren Klasse sind, die durften bei Feindbeschuss nicht sich nicht ducken. Hydrado, Hallöchen. Die durften sich nicht ducken. Das heißt, du stehst unter, also Schiff fährt an Chef. Und die in der höheren, also die Offiziere und so, die durften sich nicht ducken. Währenddessen die normale Besatzung sich in der Regel geduckt hat bei Feindbeschuss, um eine kleinere Fläche zu bilden. Die Fliehenden wurden damals getötet, aber eigentlich nur ein kleiner Teil davon für die Show. Der Rest wurde zu Sklaven degradiert. Oi. Kann ich auch Ellie nennen, ja, dann hi Ellie. Wisst ihr was, wir machen noch schnell die Engländer weg. Trade Agreement. Ja, wir bräuchten das Geld schon, aber können wir nicht einfach so Trade Agreement machen? Nein? There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trade income. Forza e onore. So, England, also London ist gefallen. Wir verdienen jetzt wieder viel Geld. Dürft euch ergeben? Nein? Okay. Damit sind sie weg, oder? Meine Damen und Herren, eine neue Nation entsteht und eine andere Nation fällt. England ist nicht mehr. Weg sind sie, let's go. So, und Irland haben wir genommen. Die arbeiten in Schottland. Die sind nicht so happy. Haben die eine Schule? Wir reißen das hier auch ab. Das können wir drin lassen. England machen wir auch mal schnell weg. Da. Wo ist die Kirche? Da ist die Kirche. Okay, in der nächsten Folge gucken wir, wie wir die Abtrünnigen hier noch holen. Ah, die habe ich total vergessen. Eins. Ja. Okay, also uns gehört hier Südamerika und alle Inseln mit ihnen. Das ist die letzte noch. Ich weiß nicht, was wir noch groß machen wollen. Aber ich glaube, wir haben es eigentlich gewonnen, oder?
Wir schieben den schnell ein bisschen Technik rüber. Hm? So, damit handeln wir auch mit ihnen, machen 17.000. Wir haben theoretisch keinen Feind mehr. Jetzt müssen wir nur noch England beruhigen. Ja doch, die 13. Kolonie haben wir noch als Feind. Aber ganz ehrlich, das also, die haben ja keine Chance. Die können sich ja unmöglich fangen. Hm. Österreich ist hier, die sind auf meiner Seite, ne? Das ist das Osmanische Reich. Das Osmanische Reich ist echt groß. Das, was ich jetzt machen würde, das machen wir in der nächsten Folge. Komm, eine Folge machen wir noch, ist okay. Die Osmanen, würde ich sagen, holen wir jetzt noch. Wir versuchen, das Römische Reich wiederherzustellen. Indem, dass wir sicher hier noch ein paar Sachen holen. Ich glaube, das ist cool. Weil das sind ja meine Verbündeten. Es macht ja keinen Sinn, hier gegen meine Verbündeten vorzugehen. Gut. In der nächsten Folge. Letzte Folge. Und dann dürfte gut sein. Like und Comment nicht vergessen.